Nach Ausländerfolter Daumen amputiert. Rentner 70 in eigener Wohnung malträtiert und ausgeraubt. Köln, Nordrhein-Westfalen. Ein mysteriöser Überfall ereignete sich bereits am 18. April dieses Jahres auf einen 70-jährigen Kölner. Ein zwischen 25 und 30 Jahre alter Südländer stellte sich dem Senior an der Haustür als Freund vor, trank mit ihm Alkohol und misshandelte dann sein Opfer so sehr, dass ihm in den folgenden Tagen beide Daumen amputiert werden mussten. Nach Angaben des Express und der Seite deutscheopfer.de misshandelte der Südländer unter Alkoholbetäubung den Senior, um an dessen Bargeldeinlagen zu gelangen. Gegenüber der Polizei teilte das Opfer dann mit, dass ihm eine größere Summe an Geld fehle, die er in seiner Wohnung aufbewahrte. Was genau und in welcher Reihenfolge in der Kölner Wohnung des Rentners passierte, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei noch unklar. Warum auch das deutsche Opfer den Ausländer, der sich nach eigenen Angaben als Freund vorstellte, überhaupt in die Wohnung ließ, konnte bisher gleichfalls nicht aufgeklärt werden. Wahrscheinlich kannten sich Opfer und Täter flüchtig.